Ja, hallo, herzlich willkommen auf dem Kanal des Wiener Friedensforschungsinstituts. Mein Name ist Josef Müllbauer und heute habe ich die große Freude, euch den wissenschaftlichen Mitarbeiter und Senior Lecturer am Institut für internationale Entwicklung der Universität Wien, nämlich Helmut Krieger, vorzustellen. Aktuell leitet er das Forschungsprojekt NOVA, über das wir auch im Verlauf näher eingehen werden. Seine Forschungsschwerpunkte sind Bewegungen des politischen Islams in der arabischen Welt, der israelisch-palästinensische Konflikt, sowie kritische Staatstheorien und postkoloniale Theoriebildungen. Er hat zahlreiche wissenschaftliche Bücher, Aufsätze und Buchbeiträge publiziert und schreibt unter anderem für die Zeitschrift wie etwa das Tagebuch. Ja, Herr Helmut Krieger, ich danke Ihnen sehr herzlich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind und ich freue mich schon sehr auf dieses Interview. Vielen, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Finde ich toll, dass wir so ein Format haben, um Verschiedenes besprechen zu können. Genau. Bevor wir auf die internationale Entwicklung eingehen und auf Krieg und Frieden, gehen wir zunächst einmal ein wenig ins Biografische. Mich würde nämlich interessieren, was hat Sie bewegt zu studieren? Hatten Sie akademische Vorbilder und wie kam es dazu, dass Sie sich intensiv auch mit Krieg und Frieden beschäftigen? Zur ersten Frage, was hat mich bewegt zu studieren? Mittlerweile ja schon eine lange Zeit her, verstehen zu wollen. Ganz einfach, ganz simpel, Gesellschaftsformationen, deren Dynamiken, deren Widersprüche, deren Polarisierungen eingehender, differenzierter, umfassender verstehen zu wollen. Das war mein, würde ich sagen, in gewisser Weise auch idealistischer Ansatz in der Vorstellung darüber, dass ein Studium mir diese Möglichkeiten bietet. Ich habe schon vor langer Zeit studiert, damals in dieser Hinsicht war es auch ein wenig offener in der Relation zu einer neoliberalen Zuschneidung heute des universitären Feldes. Insofern war ich froh, zumindest verschiedene Elemente, Fragmente dessen zu bekommen, wie es möglich ist, die grundlegenden Widersprüche von Gesellschaftsformationen verstehen, analysieren, rekonstruieren zu können und entsprechende Möglichkeiten daraus abzuleiten. Vorbilder. Ich muss sagen, ich hatte keine Vorbilder. Klingt arrogant, hat aber einen ganz anderen Hintergrund, nämlich meinen Klassenherkunftshintergrund. Ich komme aus einer proletarischen Familie. Für mich war das akademische Feld etwas vollkommen Neues, etwas vollkommen Unbekanntes. Ebenso klarerweise für meine Eltern, für meine Familienangehörigen, für meine Freundinnen damals. Insofern hatte ich keine Vorstellung darüber, was hier eigentlich an Wissen produziert, reproduziert oder auch an kritischen Möglichkeiten geschaffen werden kann. Geradewegs, weil dieses Feld für mich vollkommen unbekannt war. Im Laufe von Jahren, Jahrzehnten, Sie haben es kurz angeschnitten in Bezug auf die verschiedenen Punkte, also meiner Schwerpunkte, klarerweise ausgehend und sehr stark damit beschäftigend, marxistische Theorie, neomarxistische Formen, dekoloniale, postkoloniale Ansätze mit verknüpft feministischen Positionen. Also das ist so quasi der große Rahmen, der mich in gewisser Weise begleitet. Das heißt von Marx bis Fanon, von Donna Haraway bis zu Fernando Cordonil, von Edward Said bis Arif Dirlik. Also das sind so Stationen, Momente von Kolleginnen, die mich natürlich auch in der Art der Kommunikation mit ihrem Wissen beeinflusst haben. Sehr spannend. Ja. Genau, und soziale Ungleichheit thematisieren Sie auch stark und auch Krieg und Frieden. Das alles ist ja natürlich auch ein Teilbereich der internationalen Entwicklung. Vielleicht einmal ein paar Stichwörter oder vielleicht einmal gehen wir ein, mit was beschäftigt sich die internationale Entwicklung als Fach und wie sind Sie dazu gekommen? Was wäre quasi auch Ihr Zugang zu diesem Wissen, der dort verbreitet wird? Ja, also ich streue jetzt wieder so biografische Elemente mit hinein. Ich bin von meiner Ausbildung her ja Soziologe und Politikwissenschaftler. Das sind quasi die disziplinären Zuschneidungen. Internationale Entwicklung versteht sich, und das heißt hier insbesondere in Wien, versteht sich ja als ein transdisziplinäres. Und das bedeutet natürlich auch eine systematische Überschreitung disziplinärer Grenzen. Ist ein spannender Prozess, ein offener Prozess, ein widersprüchlicher Prozess.
Wie bin ich grundsätzlich dazu gekommen? Einerseits diese Frage von Klassenherkunft ist ein prägendes Element. Klarerweise wird kaum mehr systematisch analysiert, auch im Kontext des akademischen Feldes, was es eigentlich bedeutet, aus einer proletarischen Familie, aus proletarischen Klassenverhältnissen zu kommen und dann plötzlich zu sehen, wie bourgeoise Inszenierungen in diesem akademischen Feld funktionieren. Das andere ist, und das war für mich auch in gewisser Weise sehr prägend, der Golfkrieg. Der zweite Golfkrieg 1991, das heißt die US-amerikanische Intervention im Sinne der Bombardierung des Irak und damit auch die Markierung quasi eines Umschlags nach dem Ende der Sowjetunion, Zusammenbruch der Bipolarität und Projektion unipolarer imperialer Macht der US. Mit gleichzeitig den verschiedenen Protestbewegungen, auch im weitesten Sinn Massenbewegungen, klarerweise im arabischen Raum, aber damals auch noch in Europa. Das sind Elemente, die mich im weiteren Verlauf relativ stark geprägt haben. Schnitt, ich komme zur internationalen Entwicklung zurück. Als Institut hier in Wien haben wir, glaube ich, relativ klar formulierte Schwerpunkte. Die Frage von Transdisziplinarität ist eines. Die Frage der kritischen Analyse, ich nenne es jetzt ja vornehm globaler Ungleichheitsverhältnisse, das andere. Fußnote dazu, dass dieser Begriff globale Ungleichheitsverhältnisse nicht einen Begriff von Imperialismus ersetzen kann, ist und sollte eine eigene Debatte sein. Das heißt, ich werde jetzt im laufenden weiteren Interview nicht mehr unbedingt von globalen Ungleichheitsverhältnissen sprechen, sondern von imperialen Herrschaftsverhältnissen. Diese grundlegende Klammer im Rahmen der internationalen Entwicklung ist dann jeweils von verschiedenen Kolleginnen klarerweise unterschiedlich gefüllt, thematisch gefüllt, reicht von einer kritischen Analyse globaler Güterketten bis hin zur Wissensproduktion über Transdisziplinarität, zur Auseinandersetzung mit sozialen Bewegungen im globalen Süden, aber auch klarerweise als Rückkoppelung in dem, was die Metropolen des Weltmarktes umfasst. Geht hin zur Bedeutungsebene von Entwicklung, Entwicklungspolitik im Kontext von Krisen und Kriegszonen. Zum Beispiel im Rahmen meiner eigenen Schwerpunkte des arabischen Raums und gleitet natürlich auch hinüber zu einer auch von einzelnen Kolleginnen historischen Analyse internationaler Finanzinstitutionen, IWF, Internationaler Währungsfonds, die Weltbank und schafft damit quasi einen grundlegenden Rahmen der kritischen Auseinandersetzung aus intersektionaler, feministischer, postdekolonialer Perspektive, das sind Perspektiven, die stärker an der internationalen Entwicklung vertreten sind, schafft eine Auseinandersetzung mit diesen Begriffen entwickeln. Das vielleicht ganz kurz und schematisch zu dem, was Institut für internationale Entwicklung hier an der Uni Wien bedeutet, klarerweise in gewisser Weise auch in einem spannenden, widersprüchlichen Verhältnis zu vielen anderen Instituten, die Development Studies, wenn ich so formuliere, haben und vielleicht auch stärker, zumindest oftmals stärker mainstreamige Ansätze vertreten. Ja, beim Begriff Entwicklung könnte man schon eine große Debatte auslösen. Wer ist denn der Entwickelte? Welche Parameter ziehen wir her? Ist es die Industrialisierung? Ist es der Grad an Investitionen oder kapitalistische Zentren? Oder was nehmen wir her? Oder Rüstungsindustrie? Also, und wer ist unterentwickelt? Was wollen wir? Also, da kommen wir ja schon in gefährliche Wässer, wenn wir sagen, okay, die Barbaren, die, wir kennen ja diese Storylines aus dem Kolonialismus. Also. Sie haben vollkommen recht und das ist ja auch Teil der intensiven curricularen Beschäftigung am Institut für internationale Entwicklung. Was heißt eigentlich Entwicklung? Wie sehr sind mainstreamige Ansätze, sagen wir seit 70 Jahren, eurozentrische, eingebettet in grundlegend einerseits koloniale Verhältnisse und damit auch antikoloniale Befreiungsbewegungen,
und andererseits eben gegenwärtig imperiale, stark ökonomisch definierte Vorstellungen von Entwicklung. Also ein grundlegendes, wie Sie es gesagt haben, sogenannt entwickelt versus sogenannt unterentwickelt, also eine Form des bipolaren, dichotomen Denkens eurozentrischer Art. Klar, das ist etwas, was wir, würde ich sagen, ich kann hier, glaube ich, durchaus für alle Kolleginnen sprechen, klar auch kritisch analysieren, dezentrieren. In Dezentrierung bedeutet allerdings nicht, dass das quasi sofort praktische Auswirkungen auf entwicklungspolitischer Ebene von staatlichen Entwicklungsagenturen bis privaten Stiftungen hat. Diese befinden sich nach wie vor, würde ich sagen, in einer derartigen, letztendlich mainstreamigen Vorstellung. Begriff Entwicklung, wenn ich es abgleiche mit gegenwärtigen imperialen Macht- und Herrschaftsverhältnissen, hat natürlich immer eine normative Konnotation. Also heißt Entwicklung richtet sich dann notwendigerweise gegen jene globalen Ausbeutungs-, Herrschafts- und letztendlich auch militärischen, destruktiven Prozesse von dem, was Imperialismus bedeutet. Kann also Momente als Zielbestimmung transformatorischer Art vielleicht inkludieren? Was heißt eine gerechte Gesellschaftsordnung auf globaler Ebene? Was sind sozioökonomische Voraussetzungen und Bedingungen für eine gerechte Gesellschaftsordnung? Was sind symbolisch-kulturelle und soziale Notwendigkeiten? Was sind politisch inklusive Vorstellungen von einer Demokratisierung von Gesellschaften versus gegenwärtiger autoritärer Verhältnisse versus gegenwärtiger globaler, ausbeuterischer und mit letztendlich militärischer Macht durchgesetzter imperialer Verhältnisse. Sehr gute Skizze. Genau. Sie haben ja Mainstream erwähnt, die eigentlich meinen wir damit liberale Ansätze, die sich hegemonial durchgesetzt haben. Die bestimmen die quasi die Theorie oder auch die öffentliche Meinung. Ja, also wenn Sie es quasi politisch formulieren, reicht die Frage des Mainstreamigen quasi von liberal bis hin zu konservativ. Und je nach eigenem Standpunkt reicht die Frage des Mainstreamigen durchaus auch in linksliberale, reformerische Ansätze hinein. Ja. Sehen wir jetzt auch bei den Grünen, wenn es um Aufrüstung geht, wenn es um Fracking, jetzt auf einmal sind sie die größten, lautesten Stimmen für Fracking-Gas seit neuestem. Also ja. Absolut. Sie haben vollkommen recht. Also das ist ein spannendes Beispiel. Und wie gesagt, Sie hören damit natürlich auch meine eigene politische Position. Wenn die Grünen verstanden werden können als Modernisierer imperialer Verhältnisse, dann sieht man, was das heute konkret bedeutet. Ja, absolut, genau. Und was mich immer fasziniert hat, ist, ich hätte meine Masterarbeit auch an der internationalen Entwicklung abgeben können, weil mein Thema war die Ausbeutungsverhältnisse des globalen Nordens und des globalen Südens. Und ich habe mich gefragt, wie die imperiale Lebensweise, ich habe es beim Uli Brandt geschrieben, man merkt es, wie diese Verhältnisse wirken und wie sich die Staaten damals gegen Entwicklungshilfe, gegen eine liberale Vorstellung von Entwicklungshilfe mit Strukturanpassungsprogrammen, mit dem ganzen Paket, was dazugehört, IWF, World Bank und so weiter, dagegen aufgelehnt haben und Forderungen gestellt haben im Rahmen der UNCTAD-Konferenz für eben für Handel und Entwicklung, und sie sind kläglich gescheitert. Die G77 sind kläglich gescheitert. Die Industriestaaten haben absolut das entweder ignoriert oder ein Veto eingelegt und ja, Business as usual. Genau, ich habe teilweise mir das angeschaut aus dependenztheoretischer Perspektive, Abhängigkeitsverhältnisse und so weiter. Also es gab viele kritische auch Ansätze. Und ja, schlussendlich, was mich so fasziniert hat, ist, obwohl es auf einer weltweiten Ebene diskutiert wurde und quasi diese nicht so industrialisierten, nicht kapitalistischen Zentren quasi, also die Peripherie, würde Wallerstein sagen, wie sie sich aufgelehnt hat. Und was ich faszinierend fand, ist, nichts hat sich geändert. Also das ist faszinierend. Also es ist teilweise ein Stück traurig, aber teilweise merkt man auch, warum diese imperiale Lebensweise so stabil ist, weil
die Leute des globalen Nordens haben ja etwas davon, sie genießen Privilegien. Und die sich auflehnen, haben entweder keine Stimme oder ja, sie wird einfach ignoriert. Also faszinierend. Ja, ich meine, Sie schneiden hier absolut große und absolut spannende, präsente Auseinandersetzungen an. Lassen Sie mich ganz kurz zur Frage von G77 als blockfreie Bewegung hingehen. Sie haben es jetzt so geschildert, als wäre das quasi ein historischer Versuch gewesen, der gescheitert ist und der permanent überrollt wird von dem, was imperiale Lebensweise betrifft. Die Frage für mich ist dann, wenn das als quasi historisches Scheitern definiert ist, können wir nichtsdestotrotz daraus historische Erfahrungswerte ableiten, die für heute gegenwärtig nach wie vor relevant sind, damit wir eine Zukunft schaffen können, die nicht geprägt ist von dieser Ausbeutung, die nicht geprägt ist von diesen imperialen Verhältnissen. Insofern gibt es aus der Periode der Dekolonisierung natürlich grundlegende Erfahrungswerte, die wir nicht einfach unter den Punkt von gescheitert kategorisieren sollten. Der zweite Punkt ist diese Auseinandersetzung, diese großen Linien der Dekolonisierung als welthistorischen Prozess. Dieser Prozess ist nicht abgeschlossen. Das heißt, wir bewegen uns natürlich in neuen Varianten dahingehend, aber grundlegend bleibt dieser Prozess gegenwärtig. Zweitens, die Stimmen, die nicht gehört werden, es ist immer die Frage, für wen und wer soll hören. Wenn Sie Stimmen, die nicht gehört werden, ausschließlich an internationale Finanzinstitutionen richten, dann ist es klar. Wenn Sie das an ein Elitenprojekt wie die EU richten, auch klar. Also ist es grundlegend die Frage, wer soll hören und wer soll gehört werden von wem. Also befinden wir uns viel stärker auf der Ebene verschiedener sozialer Bewegungen, antagonistischer politischer Kräfte, die sich ja permanent wieder reorientieren, entwickeln und konfrontiert sind mit diesen grundlegenden Macht- und Ausbeutungsverhältnissen. Und das führt mich natürlich auch dazu, dass die Frage, die Sie so klar benannt haben, imperiale Lebensweise, hier gibt es das absolute Privileg im Norden versus die totale, wenn ich so formuliere, die umfassende Ausbeutung des Südens. Das wird natürlich auch in gewisser Weise konterkariert und bleibt verflochten mit anderen Bruchzonen. Eine spezifische Bourgeoisie in den verschiedenen Ländern des Südens. Eine transnationale, wie das Archiv Dierlich schon vor langer Zeit genannt hat, eine transnationale Managerklasse in gewisser Weise. Ausgebeutete, die in den Zentren, wenn wir Wallerstein nehmen, nicht unproblematischer Begriff, die in den Zentren, also in den Metropolen des Weltmarktes leben, die nichts haben von dieser imperialen Lebensweise. Außer vielleicht gerade noch absolut günstige oder vermeintlich günstige Lebensmittel, die immer teurer werden bei irgendwelchen Discountern, wo die Produktion natürlich darauf basiert, wie hier verschiedene multinationale Unternehmen ihren Profit abschöpfen, aber die grundsätzlich nicht die in dem Sinn ausschließlich als privilegiert zu umfassenden zu begreifen sind. Also hier drehen sich und verschieben sich, ohne dass wir gleichzeitig sagen können, hier löst sich eine klare Machtasymmetrie zwischen Nord und Süd auf. Nein, tut es nicht. Darin sind entsprechende weitere Widersprüche verwoben, die wir mitdenken müssen. Absolut, ja. Einer, der uns helfen könnte, wäre Michel Foucault zum Beispiel mit seiner Machttechnologie. Der hat die Kapillaren der Macht quasi analysiert, also in seinem Wortschatz. Ja, ganz, ganz spannendes Verhältnis. Ich sehe das auch nicht so simpel wie der Vulgärmarxismus, also mit Basis und Überbau. Also man muss das schon differenzierter sehen, da bin ich absolut Ihrer Meinung. Nicht nur in einer Gesellschaft, sondern auch eben international. Dennoch finde ich es spannend und bei der Konferenz No War habe ich auch Vijay Prashad gehört, der die Keynote-Speech gehalten hat. Eine sehr gelungene Konferenz mit sehr vielen spannenden Gästen, Teilnehmern und Partnern. Und
da ist ja auch der Begriff des Imperialismus gefallen und warum der so wichtig ist, in den Blick zu nehmen. Und ich hatte vor ein paar Tagen eine Diskussion mit ein paar Kollegen aus der politikwissenschaftlichen, aus der Fakultät. Und das Witzige ist ja, ich werde ja immer ein bisschen so gedisst, warum ich dauernd vom Imperialismus spreche. Und ich habe gesagt, na, ich werde eh damit aufhören, wenn er weg ist. Und das Witzige ist, mir wird immer vorgeworfen, ja, aber der Blick auf Institutionen, auf Korruption. Und das erinnert mich wiederum an meine Masterarbeit, weil auch dort habe ich diese liberalen Floskeln oder liberale Argumentationsmuster wiederentdeckt, nämlich, aber ja, die Afrikaner sind so unterentwickelt, ich rede absichtlich so, weil sie ein korruptes Regime haben, weil sie keine technologischen Fortschritte machen, weil sie faul sind. Der Grieche ist faul, das kennen wir ja noch aus der Troika, ne? aus der Griechenland-Krise. Also diese Argumentationsmuster, witzigerweise, die sind ganz, ganz ähnlich schon damals in den 70ern und auch heute noch anscheinend in den Köpfen, auch teilweise linksliberaler und teilweise ganz progressiv denkender Menschen, also wenn es um LGBTQ geht, ist on vogue, da sind wir dabei. Aber Klasse und Imperialismus sind zwei Begriffe, mit denen kann nicht jeder. Ja, Sie haben vollkommen recht. Also das sind, wie Sie es jetzt zusammengefasst haben, das sind ja quasi Legitimationsschleifen für Macht und Herrschaft. Also hier ist klar, die Verwendung des Begriffs Imperialismus hat ja unterschiedliche Zyklen und Konjunkturen. Lustigerweise, und wir werden es in den nächsten Zeiten durchaus wieder verstärkt erleben, im Kontext des Krieges in der Ukraine, wo das auf politischer Ebene dann wieder forciert wird, im Sinne dessen, dass Russland eine imperiale Macht ist. So, wir haben es ja erst unlängst wieder gehört vom deutschen Bundeskanzler, frei nach dem Motto, wir nicht, die anderen auch. Also haben wir unterschiedliche Konjunkturen. Wir hatten die letzte Konjunktur im Gefolge der US-Invasion oder besser gesagt US-geführten Invasion in den Irak 2003. Das Empire, das hier notgedrungen zu einem Empire wird, damit es eine Ordnungsfunktion auf globaler Ebene erfüllt. Das war die klassische konservative Rechtfertigungsformel dafür. Wie gesagt, wir werden das heute wieder verstärkt haben. Sie haben vollkommen recht, ich gebe Ihnen absolut recht. Wir werden diesen Begriff Imperialismus und imperiale Herrschaftsverhältnisse dann nicht mehr verwenden, wenn sie nicht mehr existieren. Oder dann können wir es quasi retrospektiv verwenden. Aber bis dorthin ist noch ein langer Weg, ja. Ja. Ein absolut langer Weg, ja. Ich komme, was Sie am Anfang erwähnt haben, zu unserer Konferenz NOWO. Vishay Prashad, absolut toll, natürlich, war es schön, ihn zu hören und auch in seiner klaren und entsprechend sehr verschiedene Widersprüche, globale Widersprüche aufnehmenden Art und Weise. NOWO ist übrigens die Kurzform eines Projekts, das ich noch an der am Institut für internationale Entwicklung leite, noch, weil wir es relativ bald abschließen und schon ein Folgeprojekt daraus gemacht haben. Knowledge Production in Times of Light and War, Developing Common Grounds for Research in on Syria. Also hier sehen Sie schon den Fokus des Projekts, gemeinsam mit Kolleginnen aus Syrien, aus dem Libanon, aus Palästina. Und das an sich ist schon eine hochkomplexe und spannende Annäherung auf verschiedensten Ebenen, hat aber natürlich auch ganz klar die Stoßrichtung, wie und auf welchen Ebenen ist es möglich, emanzipatorisches Wissen zu produzieren in Kriegs- und Krisenzonen. Und das ist quasi die Hintergrund, die eigentliche Hintergrundfrage unseres Projekts. Wir haben es dann bezogen auf unterschiedliche Ebenen, um das zu konkretisieren. Einerseits die Bedeutungen von Solidarität zwischen und in marginalisierten Communities im Libanon konkret, das heißt Geflüchteten aus Syrien, der palästinensischen Diaspora, wenn ich so formuliere, im Libanon seit der Nakba von 1948, also der Flucht, Vertreibung von mehr als 700.000 Palästinenserinnen durch die damaligen zionistischen Verbände und marginalisierten libanesischen sozialen
Konfigurationen, welche Formen von Solidarität existieren, inwiefern sind sie trotz und gegen diese konkreten Bedingungen auch eine Möglichkeit, Zukunft anders zu gestalten. Das ist so ein erster Punkt. Wir haben es dann weitergezogen als zweiten Schwerpunkt des Projektes, die Frage von Solidarity Economy. Also wie ist es möglich, im heutigen Syrien nach 10 Jahren Krieg, nach einer Verwüstung des Landes, nach der Flucht, Vertreibung von mehr als der Hälfte der Bevölkerung, sei es intern vertrieben, sei es großteils in die umliegenden Länder, wie ist es möglich, hier Formen solidarischer Ökonomie zu schaffen? Was sind hier notwendige Bestandteile und Elemente? Welche Erfahrungen haben palästinensische Communities in den besetzten Gebieten mit der Frage von solidarischer Ökonomie, Kooperativen, Formen der verschiedenen Kooperativen und so weiter, die nutzbar gemacht werden könnten für eine Situation in Syrien? Und das Dritte ist, wenn wir das erforschen, wie tun wir das? Was verwenden wir für Methoden? In welchem Verhältnis stehen wir zu den verschiedenen Communities? Also eine ganz grundlegende Frage, wie produzieren wir eigentlich Wissen für wen? Eine Frage nach den Möglichkeiten einer transformatorischen, klingt jetzt sehr hochtrabend, einer transformatorischen Epistemologie. Klingt super spannend, ja. So ein ähnliches Feld ist mir schon mal bewusst geworden. Mir fällt jetzt der Name des Autors nicht ein, aber es ging darum, dass Medien, also Krieg in den Medien, Medien im Krieg. Und da ging es um diesen Begriff des Embedded Journalism und dass es hochproblematisch ist, wenn Journalisten mitten im Kriegsgeschehen sind, weil die werden ja von Soldaten auch geschützt. Dementsprechend können sie ja nicht die Gegenseite befragen, naja, wirfst du jetzt die Bombe oder tötest du jetzt den von mir oder wie tötest du mich? Also die sind ja auch in einem sehr prekären, ganz gefährlichen Verhältnis. Also es ist immer die Perspektive der Involviertheit kann teilweise auch eben das Wissen verzerren oder halt, ja. Ja, genau. Sie haben vollkommen recht. Also Embedded Journalism ist letztendlich, wenn ich es ganz kurz und sehr schematisch runterbreche, ist eine spezifische Form von oder Neuentwicklung von Kriegspropaganda. Und wir haben diesen Begriff ja auch in einem anderen Kontext, Embedded Feminism zum Beispiel, als liberale Vorstellung der Legitimationsschleifen imperialer Kriege. Und damit wird natürlich auch sichtbar, wie schwierig grundsätzlich diese Frage ist für uns als Forschende. Das heißt, innerhalb des gesamten Projektes stellt sich die Frage natürlich noch einmal anders, weil wir nicht Journalistinnen sind. Und damit zugleich natürlich auch nicht nur akademisch verwertbares Wissen produzieren wollen. Ja. Genau, und der nächste Schritt wäre, dass dieses Wissen auch angewandt wird. Hier kommt wieder die normative Dimension rein. Es geht ja auch darum, die Welt zu verändern. Genau. Was heißt also engagierte Forschung und wie werden darin ganz grundlegende Koordinaten gelegt? Ja, genau das ist es. Ja, da wäre es auch die Kunst, so eine Brücke zu schlagen zwischen eben Öffentlichkeit, vielleicht dieses akademische Wissen runterbrechen. Also ich tue mir immer schwer mit Niederschwelligen, weil ja, wer Foucault gelesen hat, wie willst du den jetzt niederschwellig erklären? Aber das ist ja so die Problematik, die die Akademie hat. Ja, ja, ja. Ja. Ja, natürlich, ganz klar. Das ist eine extrem spannende Herausforderung, die nicht leicht zu bewältigen ist, absolut, ja. Ich war auch bei einer, bei der NEFKÖ, also dieses österreichische Netzwerk der Friedensforscher, bei dieser Jahrestagung dabei und das war ein wunderschöner Einblick in die österreichische Landschaft der Friedensforscher und Friedensforscherinnen. Und das Witzige, da war zu Gast eine Frau, eine Akademikerin, die an der European Central University studiert und sie kommt ursprünglich aus der Ukraine und ihr Bruder ist noch immer Polizist dort. Und sie telefonieren natürlich täglich und sie hat eine Keynote-Speech gehalten, die auch sehr natürlich emotional war, wie denn auch sonst. Das
Faszinierende ist, was ich von ihr gelernt habe zum Beispiel, und das war jetzt nicht hochschwellig oder akademisch oder keine neue Theorie, aber das, was ich durch ihre Erfahrungen gelernt habe, ist, dass zum Beispiel das Wissen, was jetzt hier in unserer österreichischen Öffentlichkeit oder in deutschsprachigen, machen wir es ein bisschen größer, was wir im westlichen oder im deutschsprachigen Raum so mitbekommen durch, was weiß ich, eben, was weiß ich, Süddeutsche oder whatever, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber das Witzige ist, dass wir wie in einer Cloud, so in einer Wolke, so ein bisschen abgeschottet leben und nicht wirklich den Bezug haben. Es ist ja auch schwierig, jeden zu Wort zu kommen zu lassen überhaupt. Aber sie hat gemeint zum Beispiel die Basic Needs, also diese ganz gewöhnlichen alltäglichen Bedürfnisse der Menschen. Was weiß ich, sei es ein Tampon für die Frauen binden, sei es, was weiß ich, Hygieneartikel oder von der Apotheke irgendwelche Salben, also ganz gewöhnliche, jetzt nicht irgendwie hochmedizinisch, sondern ganz gewöhnliche Produkte des Alltags fehlt den Menschen. Und sie hat natürlich auch geschildert, wie es ist, ein paar Stunden ohne Wasser zu sein. Also für uns als Österreicher Privilegierte, natürlich kann man sich das überhaupt nicht vorstellen, Stunden, Tage ohne Strom, ohne Wasser, ohne die absolut elementarste Infrastruktur. Und das ist mir sehr unter die Haut gegangen und ich konnte richtig mitfühlen, ich hatte eine Gänsehaut. Und ja, das sind so Momente, wo du dann merkst, okay, die Leute schaffen einen Ort der Solidarität, sie helfen sich gegenseitig spontan, ohne große Verträge, ohne große Nachbarschaftsprojekte, sondern das passiert ja eh automatisch. Und das ist ein Wissen, das zum Beispiel ich in Schulbüchern oder auf so, ja, kriege ich halt nicht. Ja, Sie haben vollkommen recht. Also wenn ich den Sprung mache zu unserem Projekt, übrigens die verschiedenen Formate, die wir im Rahmen der Abschlusskonferenz von Novo hatten, sind auch online auf unserer Webseite einsehbar. Diese Situation ist ja eine, mit der eine Zivilbevölkerung in Syrien seit mehr als 10 Jahren umgeht. Mit der rapiden Finanz-, Währungs-, Wirtschafts-, ökologischen und sozialen Krise im Libanon seit 2019 wirklich Unglaubliches passiert, in der Beschleunigung einer umfassenden Krise. Und da ist die Frage von Strom bis hin zu elementaren Dingen wie Wasser oder Diesel oder was auch immer schon eine, mit der quasi ein Großteil der Bevölkerung konfrontiert ist. Also abgesehen von einer sehr kleinen Bourgeoisie, die es schafft und auch rechtzeitig geschafft hat, ihre Reichtümer außer Landes zu bringen. Oder denken Sie an den Gazastreifen, die Systematik der Blockade des Gazastreifens, das heißt Lebensverhältnisse, von denen Sie jetzt kurz erzählt haben im Kontext der Ukraine, die ja schon lange Jahre, teilweise fast Jahrzehnte auf eine Situation in den jeweiligen Gebieten, mit denen wir uns beschäftigen, wirken. Und das hat natürlich auch enorme Konsequenzen, hat aber zugleich, wie Sie gesagt haben, auch die Konsequenz verschiedener solidarischer Netzwerke, der Entwicklung eben dieser solidarischen Netzwerke. Ja, das ist ganz wichtig und genau deswegen ist die Konferenz ein sehr gelungenes Projekt. Sie haben angeschnitten, es wird ein Nachfolgeprojekt geben. Wird das auch Hauptschwerpunkt Syrien oder? Ja, wir machen den Hauptschwerpunkt Syrien plus je nach den eigenen Schwerpunkten, die wir legen, plus quasi den umliegenden Ländern. Geradewegs auch aufgrund dieser riesigen Fluchtbewegung der letzten 10 Jahre aus Syrien. Mehr als 3,5 Millionen mittlerweile in der Türkei, faktisch, nicht offiziell, faktisch nach wie vor 1,5 Millionen Menschen aus Syrien, im Libanon, in Jordanien, selbst in den Irak und so weiter. Also wir werden das natürlich mit hineinbeziehen. Grundlegender Fokus bleibt der Krieg in Syrien und eine mögliche Zukunft. Sehr, sehr, sehr spannend. Das sind ja auch Themenfelder, die emotional wirken und wo es natürlich nicht leicht ist, darüber zu reden. Schreckt auch leider viele ab, natürlich sich dem auch zu stellen. Was anscheinend aber weniger abschreckt, ist derzeit Solidarität zu zeigen mit der Ukraine, was ja durchaus berechtigt ist und was man tun sollte.
Das Interessante dabei ist, ich hatte auch die Diskussion auch permanent in meinem Freundeskreis, wo ich zum Beispiel gesagt habe, aber wisst ihr eigentlich, was in Jemen passiert? Also keine Ahnung, es ist halt immer so, auf Social Media ist es ja immer ganz leicht, so Flaggen sich aufs Profilbild zu kleben quasi und dann zeigt man eben, was ich, ja, man macht sich Gedanken. Das Witzige ist aber, die jemenitische Flagge habe ich kaum gesehen und Jemen als solches wird ja auch nicht so, also es gibt Kriege und da sind wir ja schon wieder beim Link zwischen eben Macht und Wissen, würde ich Foucault sagen, aber eben zwischen Wissen und Krieg. Also über welche Opfer wird gesprochen? Judith Butler hat ja 2008 ein sehr gutes Buch geschrieben. Wer ist ein denkbares oder ein andenkbares oder wer ist ein Opfer und wer ist einfach ein Kollateralschaden? Also wer ist ein wertvolles und unwertvolles Leben quasi? Also das sind so Dimensionen, die auch mit Wissen einhergehen, weil wenn ich nicht weiß, was in Jemen los ist, dann ja. Also das ist... Sie haben vollkommen recht. Erst mit der Notwendigkeit, hier eine globale Perspektive in der eigenen Analyse einzubringen, darin zu erkennen, wie imperiale Herrschaftsverhältnisse wirken, geopolitisch, wie diese Herrschaftsverhältnisse auch asymmetrisch aufgespannt sind zwischen sich formierenden Blöcken. Als drittes, wie diese Prozesse in jeweiligen lokalen, regionalen Räumen wirken, also die Widersprüche auf globaler Ebene übersetzt werden in lokale Räume, ohne gleichzeitig die jeweiligen gesellschaftlichen Kräfte, politischen, sozialen Kräfte in den Ländern zu minimieren. Also quasi hier nur von außen zu erkennen, so entstehen Kriege. Das heißt, wir müssen beide Ebenen miteinander verknüpfen, um das zu erkennen. Sie haben vollkommen recht. Jemen ist aus der Perspektive dominanter medialer und politischer Produktion im, sage ich jetzt, Westen systematisch negiert, vergessen, verloren, inexistent. Das hat unterschiedliche Gründe, ohne die jetzt genauer ausführen zu können. Beinhaltet dann allerdings natürlich auch auf politischer Ebene verschiedene Zynismen, wenn wir es so formulieren. Denken Sie nur daran, diese ganze Frage März, April, woher weitere und bis in die Gegenwart und wird auch noch darüber hinaus relevant werden, woher Öl beziehungsweise dann Gas für einen europäischen Markt bekommen, nachdem die europäischen Sanktionen bedeutet haben, hier eine entsprechende Abschneidung von russischen Lieferungen. Und dort ist es dann natürlich keine Frage, warum die Vereinigten Arabischen Emirate einen Krieg, einen brutalen Krieg der Massaker und der Abschnürung einer jemenitischen Zivilbevölkerung gemeinsam mit Saudi-Arabien im Jemen macht. Hier wird das wiederum vollkommen irrelevant. Also wird sichtbar, was hier politische Interessen letztendlich sind. Ja. Und zugleich können wir das erst dechiffrieren, wenn wir einen globalen Blick haben, der nicht verschiedene Zonen des Südens einfach negiert. Ja, da schließe ich mich absolut an. Das ist ganz wichtig, das aufzuzeigen. Und an den Zahlen kann es ja nicht liegen. Also es gibt ja, die Tagesschau hat berichtet vor 6 Monaten, also die Zahlen sind bei weitem höher, 370.000 Tote im Jemenkrieg und der Jemen-Konflikt hat Millionen dazu gebracht zu flüchten. Und laut Vereinten Nationen wurde dieser Krieg und seine Folgen als die schlimmste humanitäre Krise der Welt eingestuft. Also Hungersnöte, Durst, elementare Infrastruktur, schlimmste Krise der Welt. Und für das, dass es von der UN, also jetzt kein, was weiß ich, von China gesteuertes Instrument oder man kann dem vieles Negatives vorwerfen, aber es ist auf jeden Fall doch nahe an der Objektivität. Und wenn die das sagen, dann wird schon was dran sein. Und das Witzige ist aber, verhältnismäßig mediale Präsenz genießt der Krieg nicht. Also das ist mir so aufgefallen und natürlich auch Syrien, also Hintergründe, auch darüber streiten sich die Geister.
Es ist ja auch immer so, dass die Diskussionen leider auch immer ausufern und man schnell auch das Kind mit dem Bart ausschütten kann. Ich habe zum Beispiel auch viele Linke getroffen, die bezüglich Syrienkrieg zum Beispiel gesagt haben, ja, aus Wut nämlich der westlichen Intervention und aus Wut, dass sowas passiert, befürworten sie zum Beispiel ein diktatorisches Assad-Regime, was natürlich auch nicht die Lösung ist. Also es ist ganz schwierig, dass man hier ja, balanciert ist. Um nicht zu sagen objektiv, aber ja, es ist halt schwierig. Sie haben vollkommen recht, ja. Die Notwendigkeit heute, differenzierte Perspektiven einzunehmen und damit differenzierte Analysekategorien, ist eine moralische, eine politische und wissenschaftliche Notwendigkeit. Wenn wir das nicht schaffen, bleiben wir auf der Oberfläche von polarisierten Debatten. Und damit würden wir uns quasi eingliedern in Kriegspropaganda bis hin zu verschiedenen, keine Ahnung, absolut abstrusen Vorstellungen von Zukunft. Das heißt, die konkrete Analyse muss verknüpft bleiben mit grundlegenden eigenen Koordinaten. Und diese Koordinaten, wenn es um also ideologischen im weiteren Sinn und auch moralische Koordinaten, orientiert auf die Frage einer gerechten Gesellschaftsordnung, global und damit auch lokal, orientiert auf die Frage sozialer Gerechtigkeit mit klarerweise den verschiedenen inklusiven Notwendigkeiten. Wenn sie darauf bezogen sind, dann ist es auch möglich zu erkennen, dass ein Regime wie gegenwärtig in Damaskus keine Zukunft bieten wird. Dann ist es auch möglich zu erkennen, welchen genozidalen Krieg die Vereinigten Arabischen Emirate und Saudi-Arabien in Jemen führen. Dann ist es auch möglich zu erkennen, Sie können es runterbrechen, wie sehr ein Unternehmen wie die OMV von einer Kriegssituation in Libyen profitiert. Oder andersrum, wie sehr sie darin involviert ist. Also das sind Möglichkeiten, Elemente, die unbequem sind, ganz klar. Ja, genau. Und auch wie vielfältig die Interessenslagen sind. Also mich hat das fasziniert, wie viele Akteure. Es ist ja nicht so, dass jetzt eine Bevölkerung, vielleicht war es das mal ursprünglich, dass eine Bevölkerung sich aufgelehnt hat gegen einen Clan, gegen eine Familie, gegen die Assad-Familie, gegen meinetwegen eine ethnische Minderheit, die aber über den Köpfen anderer, natürlich ist auch das strittig, aber dass man sich dagegen auflehnt oder dass man sich gegen nur Assad auflehnt, das alleine ist aber monokausal nicht, das greift nicht das ganze Bild. Und wie viele Akteure mittlerweile jetzt nicht nur im Land intern, sondern da gab es ja liberale Kräfte, radikale Kräfte, da gab es fundamentalistische, religiöse Kräfte, da gab es ja Gemäßigte, da gab es ja wirklich einen bunten Haufen und am Anfang war das ja durchaus friedlich. Nur das Faszinierende ist, und einen ähnlichen Twist haben wir auch teilweise beim Maidan-Massaker gesehen, als dann unzählige Leute auch gestorben sind während den Protesten, dass es dann gekippt ist. Also von einer legitimen, von einer wünschenswerten Aufbegehren eines unterdrückten Volkes, eines Volkes, das einer Bevölkerung, meine ich, die durchaus den Wunsch hat, ihre Lebenssituation zu verbessern, passiert plötzlich genau das Umgekehrte, was man eigentlich vorhatte. Und dann auf einmal sieht man, Russland ist involviert, dann sieht man, der Iran ist involviert, dann sieht man auf einmal, Israel greift völkerrechtswidrig hier Stationen in Syrien an, dann sieht man, die USA ist involviert. Ja, also unzählige Faktoren und Akteure, und es ist ja kaum überschaubar. Also selbst als Politikwissenschaftler muss ich ehrlich zugeben, ich habe keinen Überblick mehr, was geht denn davor, wer hat denn welche Interessen, wer mit wem. Auf einmal werden Allianzen geschmiedet, die komplett widersprüchlich sind. Also ja. Ja, also wir müssten jetzt quasi jede konkrete Krisenzone, jede konkrete Krisenregion für sich analysieren, darin die Zusammenhänge mit den jeweils anderen erkennen, um auch diese globale Dimension klarzumachen. Das können wir in dem Interview klarerweise nicht.
Das Zweite ist, würde ich sagen, wir haben nach wie vor ein unglaubliches Privileg. Wir haben das Privileg, den reflexiven Raum zu haben, über verschiedene Dinge überhaupt nachdenken zu können. Wenn Sie heute in einem palästinensischen Flüchtlingslager im Libanon leben oder Vertriebene gemeinsam mit Ihrer Familie in der Region Idlib, dann haben Sie zuerst einmal die absolute Notwendigkeit, grundlegende Lebensbedürfnisse auch nur irgendwie und annähernd abzudecken. Das Privileg des reflexiven Raums ist hoch differenziert und auch zugeordnet. Wir haben dieses Privileg und damit haben wir aber natürlich auch eine politische Verantwortung, das möglichst auszuschöpfen. Sie haben vollkommen recht, die globale Periode des Umbruchs innerhalb imperialer Herrschaft, der Zuordnung verschiedener Blöcke und die tendenzielle neue, alte Blockkonfrontation zwingt uns auch sehr differenziert, exakt diese Entwicklungen zu analysieren. Und wir haben die Möglichkeit dazu. Und damit haben wir auch die Verantwortung, das zu tun. Insofern ist eine Situation wie in Syrien, wenn ich darauf wieder zurückkomme, auch eine sehr lange und eine lange Geschichte in diesem Sinn, dass wir ja nicht mit 2011 beginnen, sondern aus einer im weitesten Sinn antikolonialen Bewegung heraus im Rahmen arabisch-nationalistischer Koordinaten, die sehr klare gesellschaftliche Vorstellungen hatte, 60er, 70er Jahre ja durchaus auch progressiv in verschiedenen Formen, Landenteignungen, Umverteilung des Landes, Alphabetisierung für eine Landbevölkerung, Schaffung der Infrastruktur und. Deren Transformation hin zu einem autoritären Regime ist absolut wesentlich. Und ich komme jetzt zurück zu dem Punkt, den Sie in Bezug auf die 70er, 80er Jahre zu UNCTAD und den Blockverein gemacht haben. Diese Transformation zu verstehen in der nachkolonialen Periode, ist wesentlich als Erfahrungswert für die Zukunft. Dass 2011 die Leute in den verschiedenen Städten in Syrien auf die Straße gegangen sind, im Kontext der Revolten im arabischen Raum, war ja nicht nur eine Frage einer Person namens Bashar al-Assad, sondern hat sich bezogen auf eine gesamte politische, ein politisches System, das gewirkt hat auf spezifischer sozialer Ebene, ökonomischer und klarerweise auch auf einer symbolisch-kulturellen. Das war den Leuten damals vollkommen klar. Die Art und Weise des Protestes, der Revolte, hat natürlich auch spezifische Vorläufer im arabischen Raum. Die Art und Weise der Intervention von globalen und regionalen Mächten in diesen Prozess einer legitimen Revolte ist noch einmal ein wesentlicher Erfahrungswert, den wir genau analysieren müssen, weil das sind exakt jene Momente, die auch in Zukunft relevant werden und wie wir auch in anderen Konfliktzonen sehen, schon relevant sind. Ja. Man kann sich das mit einem Zug vorstellen, dass der Zug eine Dynamik entwickelt, das wäre quasi die Revolte, aber welche Schiene, also die Weichenstellungen, die werden teilweise auch von anderen Akteuren gestellt. Also so kann man sich das vielleicht bildlich vorstellen. Ja. Und das führt uns aber wiederum zurück, warum war es also den verschiedenen Kräften innerhalb dieser Revolte nicht möglich, oder an welche Grenzen sind sie gelangt, sodass sie nicht ihre Weichen selbst stellen konnten, trotz und gegen die Intervention, die sowieso passieren wird. Ja, sehr spannend. Ein Krieg, der noch älter wäre, ich meine, das würde jetzt das Interview auch sprengen, aber Sie haben sehr viel dazu geforscht, sehr viel dazu geschrieben, wäre natürlich auch Palästina, der ist ja seit 1948 ein aktueller, noch immer aktueller Konflikt. Und da bewegt man, also ich habe so das Gefühl, vor allem wenn man an der Uni Wien studiert hat, habe ich so das Gefühl, man bewegt sich hier auf sehr, sehr dünnem Eis. Allein, also wir kennen ja auch diese interne Spaltungen der Linken, Antideutsche, Antiimperialisten und so weiter und viele dazwischen. Und deswegen
ich weiß nicht, wie ich es höflich formulieren kann, aber es ist halt sehr, sehr polarisierend und kontrovers, sagen wir es so. Obwohl für mich als einer, der die imperiale Brille auf hat und der Kapitalismus und Imperialismus als ein symbiotisches Verhältnis betrachtet, ist es für mich, da bin ich bei vielen Linken, Moshe Zuckermann, da bin ich bei Noam Chomsky, bei Ilan Pappé, da bin ich bei ja, Norman Finkelstein, also da bin ich bei vielen, die Sholomo Sand, also das sind ja nicht, das sind ja keine irgendwelche Leute aus dem Park, sondern das sind ja hochrangige Akademikerinnen und so weiter und so fort. Also, und da schließe ich mich schon an, dass ich das als eine Art Fortsetzung kapitalistischer, patriarchaler Logiken sehe, auch teilweise verbunden mit Kolonialismus, Imperialismus noch nicht, aber durchaus koloniale Züge trägt. Vielleicht ganz kurz, warum ist es heute noch wichtig, auf diesen Konflikt einzugehen? Warum ist die humanitäre Situation noch immer schrecklich? Haben Sie in letzter Zeit dazu geforscht, geschrieben? Genau, was wären so Ihre kurz ein paar Einblicke? Wir arbeiten ja im Rahmen des NOVO-Projektes mit palästinensischen Kolleginnen aus der Westbank, dem Center for Development Studies an der Birzeit-Uni. Die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen ist ja schon eine sehr lange, also geht zurück, glaube ich, bis aufs Jahr 2010, 2009 ungefähr in diese Zeit. Das heißt, das ermöglichte mir natürlich auch eine vertiefte Perspektive auf die Frage Palästinas zu werfen und damit auch auf den Kolonisierungsprozess des israelischen Staates in den besetzten Gebieten. Gleichzeitig mit der Kenntnis der Debatten hier, und diese Debatten würden jetzt ein eigenes Interview benötigen, und gleichzeitig würde die Auseinandersetzung um die Situation und die Verhältnisse in Palästina Israel ebenso ein eigenes Interview bedeuten. Spannend zu sehen für mich ist ja immer, dass diejenigen, die sich im Kontext von Antisemitismusdebatten äußern, oftmals, nicht immer, oftmals überhaupt keine Ahnung haben von Verhältnissen in Palästina bzw. in Israel selbst. Also hier wird quasi das zu einer Projektionsfigur und zu einer Legitimationsfigur für etwas ganz anderes. Ich kann Ihnen sehr viel schildern in Bezug auf humanitäre Situationen. Ich glaube, das kann man natürlich auch sehr schnell nachvollziehen im Kontext des Gazastreifens, selbstverständlich. Im Kontext der verschiedenen israelischen Kriege gegen den Gazastreifen, im Kontext von neueren Bewegungen in den besetzten Gebieten, aber auch der verschiedenen palästinensischen Communities in Israel selbst. Warum sollten wir quasi nicht einfach nur sagen, okay, das ist jetzt ein weiterer, das war einmal wichtig und ist es jetzt nicht mehr? Aus unterschiedlichen Gründen. Klarerweise ist die Frage einer gerechten Gesellschaftsordnung eine nach wie vor absolut aktuelle, wesentliche. Das bedeutet natürlich auch, die eigenen Koordinaten zu schärfen, zu fragen, was sind hier historische Entwicklungen, warum, wieso, weshalb, was sind hier wesentliche soziale Kräfte. Kurz zusammengefasst, inwiefern ist eine systematische Dekolonisierung des israelischen Staates eine unabdingbare Voraussetzung für die Möglichkeit eines gerechten Friedens. Das zweite ist, Israel ist natürlich auch eine Regionalmacht, interveniert und hat auch interveniert in die verschiedenen anderen Konflikte und Bruchzonen auf regionaler Ebene. Und hat damit natürlich auch eine ganz spezifische geopolitische, geostrategische Bedeutung für den gesamten Raum. Und wenn ich es wieder zurückkoppel an die Debatten hier, dass diese Debatten hier so polarisiert sind, ist ja kein historischer Zufall. Sie sind ja in gewisser Weise auch ein Indikator dafür, für die Relevanz von dem, worüber eigentlich nicht gesprochen wird.
Auch spannend, wo wir wieder bei Wissen und Frieden sind. Absolut, absolut, absolut. Auch das Unsichtbare ist da. Ja, natürlich. Verdrängt und wird aber in den verschiedenen Varianten und Formen immer wieder präsent sein und präsent werden. Ja, ganz faszinierend auch der, überhaupt der Nahe Osten, die Maghreb-Region, das sind ja ganz spannende Felder, der arabische Raum, also ganz, ganz spannende Felder, ganz widersprüchliche Situationen, Revolutionen, Konterrevolutionen, in Ägypten die Rolle des Militärs, also da hat jedes Land anscheinend sein eigenes Spezifikum und ja, es ist wirklich schwer zu fassen, vor allem wenn man eben nicht das Privileg hat, viele Bücher zu lesen oder eben dort zu sein und oder Leute von dort kennt. Also ja, ganz schwierig, verschachtelt. Dennoch kann man aber sehen, okay, es gibt zwei, drei gewisse Grundmuster. Also das wäre auch meine letzte Frage. Also wie sehen Kriege in der kapitalistischen Peripherie aus, falls man diesen Begriff überhaupt verwenden möchte? Aber da ist halt die Frage, genau, wo ist der zentrale Unterschied? Warum gibt es öfter zum Beispiel Kriege im globalen Süden? Genau, warum auch vielleicht der Link zu Ressourcen? Also ist es ein Faktor, dass zum Beispiel dort, wo es um, was ich, den Suezkanal zum Beispiel, wir erinnern uns 56, die Suezkrise und so weiter, also ist ja nicht zufällig den Suezkanal, also es hat ja schon einen Link, genau, ob es korreliert oder eine kausale Beziehung ist, das muss man noch wissenschaftlich herausfinden, aber Ressourcen und Krieg spielen ja genauso eine Rolle wie Wissen und Krieg, also auch darüber könnte man wahrscheinlich ein eigenes Interview führen, aber genau, vielleicht so Ihre zentralen Gedanken zu den Kriegen in ärmeren Gesellschaften oder kapitalistischen Peripherie oder globalen Süden. Mhm. Riesige Frage. Ich habe es früher ganz kurz einmal angeschnitten. Ich mache eine erste Fußnote, klarerweise. Also 56, die Aggression, und damals war das ja auch sehr klar sichtbar, die Aggression Frankreichs, Englands und der israelischen Luftwaffe auf ein nationalistisches Projekt, das heißt die Nationalisierung des Suezkanals und damit die Verfügbarmachung, zumindest grundsätzlich die Verfügbarmachung für diejenigen, denen dieser Suezkanal gehört. Man möge sich das einmal nur ganz kurz vorstellen, ist heute zumeist historisch vergessen. Natürlich war das ein wesentlicher Kriegsgrund. Ich ziehe es von der anderen Seite her auf. Imperiale Herrschaftsverhältnisse, und Sie haben es schön zusammen verwoben mit globalem Kapitalismus, bedingen notwendigerweise, weil sie imperial und kapitalistisch sind, Ausbeutungs- und in letzter Konsequenz auch Formen der Vernichtung. Kriege sind nicht einfach nur eine historische Zufälligkeit, sondern sie sind, und das ist, glaube ich, eines der schwierigen und sensiblen Dinge, obwohl wir eine lange Tradition haben, darüber nachzudenken, Kriege sind integraler Bestandteil eben dieser Verhältnisse. Diese Verhältnisse produzieren auch Krieg. Und das ist ein wesentlicher Schlüssel im Verständnis davon, dass wir es nicht einfach mit quasi ausschließlich endogenen, unter Anführungszeichen, Konflikten in diesen und jenen Ländern im Süden zu tun haben. Diese Konfliktlinien, die selbstverständlich gesellschaftliche Klassenkonflikte sind, sind untrennbar und permanent verknüpft mit eben dieser globalen Ebene. Wir haben die Frage des Krieges als eine zu denken, die ein notwendiger, ich sage leider notwendiger Bestandteil eben dieser Ausbeutungsverhältnisse ist. Und von diesen Dimensionen aus, glaube ich, können wir dann beginnen nachzudenken, wie sich diese Kriege und Krisen in den jeweiligen Zonen des Südens, aber nicht nur dort, verstärkt klarerweise im Laufe der letzten Jahrzehnte auch in den Zonen des Nordens. Ja. Und historische Beispiele gibt es ja viel. Man muss ja
allein Wikipedia zum Beispiel nur aufmachen, man muss ja jetzt nicht hochwissenschaftlich sein, da genügt es zum Beispiel Abadan-Krise 51, da ging es darum, dass die Anglo-Iranian Oil Company, also so ganz, ganz berühmte Akteure, wir kennen das British Petroleum, Shell und so weiter und so fort, die sich zum Beispiel aufgelehnt haben. Ich meine, in dem Fall jetzt Iran gegen den demokratisch legitimierten Premierminister Mossadegh. Und dann kommen halt so Regime-Changes, Coup-d'Etats, dann kommen halt auch Gewalttätige, also genau, nicht nur friedliche Schürfrechte, nicht nur bevorteilte quasi Verträge, wo man, also wie die Dependenztheorie das damals gesagt hat, das ist ein ungleicher Tausch. Ja, aber in manchen Fällen ist es ja nicht einmal ein Tausch, sondern im wahrsten Sinne ein Raub. Also ich habe so das Gefühl, viele meiner Kollegen sehen die Dimension entweder nicht oder haben wir es hier mit einer kognitiven Dissonanz zu tun, wo sie die Wahrheit nicht sehen wollen, weil das zum Teil ja auch auf sie zurückreflektiert, weil es natürlich auch zum Teil traurig ist und man stelle sich eine Macht vor, die intervenieren kann, ein Land angreifen kann, um die Bodenschätze zu nehmen. Natürlich will ich das, ich will auch nicht daran glauben. Ganz ehrlich, ich will nicht daran glauben, aber ich kann die Fakten leider nicht ändern. Also Natürlich. Und das ist natürlich ein wesentlicher Punkt. Sie haben selbstverständlich schon angeschnitten. Mossadegh war ein Putsch der CIA. Obama hat das zum ersten Mal dann offiziell und formell auch anerkannt. Also das war, wir wussten das quasi die ganze Zeit, klarerweise. Und das ist natürlich nicht die einzige Form US-amerikanischer Intervention im Laufe des 20. und 21. Jahrhunderts. Sie können sie Länder aufzählen und wir würden allein schon 10 Minuten brauchen, damit wir sie alle aufzählen können. Die Frage der Ressourcen als unmittelbare Verfügung über Ressourcen, und hier hat der arabische Raum natürlich eine zentrale Position aufgrund eben der Ressource Öl und Gas. Die Verfügbarkeit am Weltmarkt, also die Verfügbarkeit über die Ausbeutung der Ressourcen, ist ja ein weiteres Machtmittel. Nicht nur die direkte, quasi hier kommen dann die verschiedenen Ölmultis und schürfen und beuten die Ressource aus, sondern die Verfügbarkeit darüber bedeutet auch die Verfügbarkeit im Kontext des gesamten Weltmarktes. Und das ist natürlich eine Machtposition. Landgrabbing, ein Begriff, der mittlerweile ja schon relativ weitläufig ist. Der nächste Punkt. Hier sind es einerseits Ressourcen im Kontext des globalen Südens, aber eben nicht nur Ressourcen. Beim Thema Landgrabbing, China ist jetzt auch eine aufstrebende Landgrabbing-Macht, wenn man das so möchte. Die haben ja in Afrika auch einiges aufgekauft, besitzen Häfen, ich glaube in Griechenland, ich glaube in Israel und sonst wo. Also anscheinend ist das gang und gäbe, dass das, ja, globalisierte Welt nennen wir das. Also ja. Und auch der Ukraine-Krieg, mir war das lange Zeit nicht bewusst, dass die Ukraine so einen großen Prozentanteil der des Weltweizenproduktion, also der Weltweizenproduktion hat. Das habe ich auch nicht gewusst. Also Russland und Ukraine haben ja jetzt auch in Afrika zum Beispiel große Krisen, Hungersnöte ausgelöst. Und das zum Beispiel wäre natürlich auch ein Faktor. Also da wäre es spannend zu analysieren, welche Firmen, welche Konzerne haben ja schon vor dem Krieg, während des Krieges, jetzt vielleicht nach dem Krieg, je nachdem wer gewinnt, dann die Rechte auf dieses Weizen. Wer kontrolliert denn diese Weizenproduktion? Also man sagt ja, das ist die schwarze Erde Europas, der sehr saftige, fruchtbare Erde. Also da wird es sehr spannend. Also da wird es hoffentlich auch spannende Papers geben. Ja, auf jeden Fall. Und ich mache den Bogen wieder zu Vijay Prashad. Vijay hat natürlich auch sehr klar die verschiedenen Zusammenhänge analysiert und auf den Punkt gebracht. Die Frage der Produktion von Weizen im Kontext der Ukraine, die Frage von Düngemitteln im Kontext Russlands und. Ist ja eine, die nicht ursächlich verantwortlich ist für die Frage von Ernährung als Ernährungssouveränität einer gesamten Bevölkerung dieses Planeten. Sie hat das Problem verschärft. Die
Bedeutungsebene von Ernährung oder Entzug, systematischem Entzug von Nahrungsmitteln für Menschen, marginalisierte in Zonen des Südens, war ja ein Problem schon davor. Ja. Vielleicht nur ganz kurz, was bedeutet Food Sovereignty, also für diejenigen, die das nicht so haben, also Ernährungssouveränität? Hier geht es wirklich um die Souveränität der Produzentinnen, derjenigen, die unmittelbar die verschiedenen Produkte erzeugen und auch die Souveränität entsprechend auf lokalen Märkten diese Erzeugnisse anzubringen. Das heißt, eigentlich eine im eigentlichen Sinn in Ansätzen und manchmal durchaus schon programmatisch ausgearbeitet antikapitalistische Stoßrichtung, die die Souveränität von Produzentinnen als zumeist Kleinbäuerinnen klar macht, die die ökologische Verträglichkeit eben dieser Produktion herausstreicht und die auch die Frage der Verteilung und des Verkaufs nicht einfach an irgendwelche multinationalen Organisationen, Institutionen oder Unternehmen delegiert, sondern auch darüber die Souveränität besitzt. Ein wichtiges Moment. Genau, an dieser Stelle vielleicht ein Shoutout an die ÖBV Via Campesina, an den Franziskus Forster, den ich auch das Privileg hatte, ihn interviewen zu dürfen. Genau, da leisten sie gute Arbeit. Genau, vielleicht auch ein Shoutout an ihr Team. Sie waren ja nicht alleine beteiligt bei diesem NoWar-Projekt, sondern die Claudia Wieser, Petra Dannecker, genau, Linda Tabar, Reit Eschneiber, ich hoffe, ich spreche die alle richtig aus, und viele andere. Also ein Shoutout an das ganze Team, ein Shoutout an die Partneruniversitäten. Und ja, ich drücke die Daumen für das Nachfolgeprojekt. Ich hoffe, ich werde wieder ein Teil davon sein, werde gerne das zulauschen. Genau, wir werden auch den Link gerne vom YouTube-Video, weil diese Keynote-Speech, die muss man einfach gehört haben von Rajai. Also wir werden auf jeden Fall das in unsere YouTube-Infobox verlinken, die Konferenz, die Resultate und die Keynote. Genau, und ja, ich habe herzlichst zu danken. Ich habe das Gespräch sehr genossen. War mir eine große Freude und Ehre und ich habe viel dazugelernt. Vielen, vielen herzlichen Dank. War absolut schön und toll für mich, bei Ihnen sein zu können. Vielen Dank. Alles Gute.